euch ganz herzlich zu unserem ersten Weihnachten mit Familie Diamanta Video. Wir backen Kekse. Wir werden gleich Kekse backen. Wir haben heute den 29. November. Heute ist der erste Advent. Wir haben auch schon unsere Kerze angezündet. Wir zeigen euch mal unseren Adventskranz. Der ist wunderschön. Gefällt dir, Lara? Den haben wir gestern zusammengestellt. Mit einfachen Griffen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich alles wehtue. Nein, wenn du nicht, solange du nicht reingreifst, ist alles gut. Ja, wir haben den gestern zusammengestellt. Wir hatten den Teller, wir haben ein paar Deko-Sachen gekauft und fertig ist der schöne Adventkranz. Ja, wie auch immer, wir sind jetzt hier versammelt zum Keksebacken. Wir werden heute nämlich gleich drei verschiedene Sorten machen. Vanillekipferl, Butterkekse und Linseaugen. Kekse backen. Ja, wir werden aber jetzt auf jeden Fall mal schnell nur den Teig machen. So, der Teig muss dann nämlich in den Kühlschrank zum Auskühlen. Und danach, erst später, müssen wir ausrollen, dies, das, okay? So. Oh, Mürbteig. 3, 4, 3, 4. So, fangen wir mit den Butterkeksen an. Ich werde euch da immer was vorbereiten und ihr schüttet das dann in die Küchenmaschine hinein, okay? So, warte mal. Ah, das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Wir haben fertig ausgemalt, wie ihr sehen könnt. Wir haben gestern die Küche fertig ausgemalt. Und das ist, so heftig in dem Backen. So schaut das aus. Wir haben gestern wirklich voll Gas gegeben, damit wir schnell fertig werden. Und wir haben auch hier umgestellt. Wir hatten ja hier immer unsere Essensvorräte. Es hat immer so chaotisch ausgeschaut. Deswegen haben wir uns umentschieden. Wir haben jetzt hier unsere Geräte. Also Monsieur Cousin, Kartoffeln und Zwiebeln bleiben. Krupsmaschine. Hier ist dann noch meine Rührmaschine. Toaster und Mikrowelle. Und die... Und das Essen kommt dann dorthin, wo unsere Maschinen waren. Denn die anderen, die waren da oben waren. Die sind derweil noch in einer Kiste. So, jetzt fangen wir an, okay? Ja. Also ich mache hier rein und ihr schüttet das hier rein, okay? Ja. Warte. Warum das alles? Ja, warum musst du das brauchen? Haben wir ihn noch gekauft. So, wer schüttet das rein? Als erstes? Ich! Was war das? 240, müssen wir merken. Das nächste machst dann du, Luisa, okay? Aber langsam, Luisa, Lara, ja? Alles? Ja. Luisa, du bist dann die nächste, okay? Ja. 240 plus 130 ist 160. Und schon viel. Nimm das und schütt es rein. Lass die Luisa und du darfst dann das verschütten, okay? Kann ich das machen? Ja, warte. Was ist das? Speisestück. Will Luisa da fehlen? Nein, nicht reingreifen. Das macht jetzt die Lara. Mhm. Ja, du hast den Backpulver gemacht. Kannst du dir Salzstreuer holen? Was ist Salzstreuer? Salzstreuer. Schau mal da rein. Was? So, wir sind fertig und ich habe auch schon hier brav aufgeräumt. So macht es nicht die fleißige Hausfrau, aber was ist los? Wenn sie was zubereitet, dann räumt sie auch auf. Ist das ein Apropos, oder? Wenn der Papa kocht, ist die Küche gemein. Küche nur mit einem Flammenwerfer verarbeiten. Ich kann aber nicht eine gute Hausfrau sein. Ja. Wenn ich ein Mann bin. Ja. Guter Hausmann. Du gibst dein Bestes. Du bist ein bisschen überbelichtet, weil die Sonne richtig reinknallt. Das ist meine Ausstrahlung. Sag, aber warm ist nicht, oder? Draußen. Nur sonnig. Aber da, wo ich sitze, ist schon sehr heiß. Das glaube ich.
Auf jeden Fall zeige ich euch mal schnell unseren Teig. Also hier ist Butterkekse. Das ist der Linseaugen und dahinter ist Vanillekipferl. Wir müssen jetzt mal ganz gut auskühlen hier im Kühlschrank. Und danach geht es dann weiter. Wir haben jetzt, also ich möchte jetzt schnell ein Haul drehen. Ihr habt den schon vor diesem Video gesehen. Klamotten-Video, Haul fürs Baby. Ich nutze jetzt die Zeit. Die Kinder haben sich schon längst verabschiedet. Sind alle schon im Wohnzimmer, spielen was. Und die großen Kinder machen gerade Wäsche. Und der Baba geht jetzt gleich auf den Dachboden, bringt jetzt endlich diese Erinnerungskisten rauf. Ihr wisst ja, habe ich euch gezeigt. So die alten Klamotten der Kinder, wo auch so Erinnerungen wie Babyhärchen drinnen sind, die Schwangerschaftstests, die ich gemacht habe und solche Sachen sind da drinnen. Schaut mal bitte, hier sind unsere fleißigen kleinen Kinderleins, die die Wäsche machen. Hier ist die kleine Luisa. Also wir haben jetzt noch ein paar Sachen zusammengesammelt, die jetzt hier in diese Kisten reinkommen und die kommen jetzt endlich auf den Dachboden. Das ist von der Waschmaschine. So. Wer hat das gemacht? Die Lara. Der Papa würde am liebsten alle Zeichnungen aufbewahren, die die Kinder in ihrem ganzen Leben gemalt haben. Schau dir mal, dieser fleißige Patrick. Michel tut mehr Fernsehen als Falten. Michel ist der Untertitel. Sie ist Untertitel. Ja, für Patrick. So. Das ist Patricks Kiste, wie man erkennen kann. Dann ist das, ich glaube, Lara. Das ist Michelle und die letzte ist Luisa. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt nämlich gerade hier einen Baby-Anziehsachen-Haul gedreht. Ja, der Papa hat jetzt auch mittlerweile schon die ganze Weihnachtsdeko reingetragen. Also die ganze weiß ich nicht, aber viel. Hier haben wir so einiges drinnen. Alter Adventkalender, also ja, von den Kindern. Und er hat auch den Baum schon geholt. Ich zeige den euch mal. Michelle, ja. Die Sophie kuschelt mit deinem Pullover. Das ist unser Bäumchen. Ich habe voll vergessen, dass der so klein war. Ich habe mir den auch größer vorgestellt. Ich bin nicht viel größer. Ja, weil du klein bist. Gestellt, aber nicht mehr so ganz groß. Ah, der Papa ist hier am Balkon. Hier ist der Papa, der macht die Weihnachtsbeleuchtung. Ich habe voll vergessen, wie klein dieser Baum ist. Ist euch kalt? Mama. Ich zeige euch das nachher. Es ist noch zu kalt. Papa macht die Außenlichterkette nämlich gerade dran. Und Papa, funktioniert es? Also, die Außenbeleuchtung ist schon mal dran. Ja, und ich mache jetzt auf jeden Fall, kümmere mich jetzt einmal ums Essen. Und ich habe hier, heute wird es so Schweinefleisch geben, mit so Gemüse aus dem Backofen. Ich zeige euch mal, was ich da vorbereitet habe. Ich habe hier so eine, für die Marinade so eine Schüssel genommen und auch ein bisschen Öl reingetan. Das ist ein bisschen zu wenig, ein bisschen noch. So Sonnenblumenöl. Ich werde jetzt ein bisschen Knoblauch reinpressen. Dann habe ich so ein Barbecue-Grillmischungsgewürz von Anka drauf. Da werde ich so ein bisschen was reingeben. Davon. Please Christmas! Was machen wir hier noch dazu? Kartoffeln und Karotten, oder? Wir müssen unbedingt Karotten, bist du so ein Karottentyp? Ja, ich bin ein Karottentyp. Team Hase. Oh mein Gott! Ohne Brille kann ich gar nicht sehen. Was ist das? Timer? Yeah, man. Kannst du das auch machen? Sechs Stunden. Please Christmas. Papa. Ich habe richtig Schmerzen, ich muss sitzen. So, ein bisschen Sojasauce mache ich auch rein. Was machst du denn jetzt, Baba? Mich wichtig. Ja, merke ich. Das ist Lady Amanta Team. Will you know? Yes. Oh, man kann nämlich. So, wir, dann, das heißt, wir machen dann Veggies dazu, oder? Und keine Kartoffeln, keine Karotten mehr, oder? Weil ja. Karotten, ich bin nicht die einzige. Aber wie Veggies? In der Fryer. Nicht hier rein? Ja, damit was weitergeht. Damit was weitergeht? Wenn wir jetzt die Kartoffeln da noch reingeben, schälen, dies, das, dauert noch so lange. Ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen Öl reingeben, oder? Herrgott, na. Das ist viel zu wenig Marinade, oder, Baba? Ja, na, bitte, ja.
Wasser? Wasser in der Marinade, dann haben wir Öl gehört. Wie ist das? Öl mit Wasser vermischen? Das ist nur eine große Herausforderung. Fleisch ist fertig mariniert, aber Papa wird jetzt noch so ein paar Knobi-Zehchen dazu reingeben, einfach nur so. Aber Zwiebel, müssen wir da auch noch was dazu? Ne? Okay, passt. Das heißt, wir essen dann Fleisch und die Wedges machen wir dann im Airfryer, oder? Okay. Und du machst dann das Video. Papa geht nämlich gleich das Video schneiden, was ich jetzt gerade gedreht habe, und ich mache dann mit den Kindern Kekse. Und Baum und so machen wir dann morgen. Das geht sich nicht alles in einen Tag aus. Nee. Das schaffe ich nicht. So lange zu stehen auch. So, passt. Gut, wir haben einen Plan. Plan steht. Du hast ihn angezogen. Ich will zu den Haaren groß sein. Der riecht so gut. So, da, unser Abendessen ist fertig. Ich habe es gerade aus dem Backofen rausgeholt und schaut so aus. Mmm, yummy, yummy. Ah. Hallo. Hallo. So alt geworden, ich will es haben. Ist alt geworden. Ja, nein, da ist er. So, meine Lieben, da waren es nur mehr eins. Ich bin alleine jetzt hier geblieben. Der Papa schneidet das Video. Und die Kinder. Ich habe keinen Bock mehr mit Backen, deswegen werde ich jetzt alleine weitermachen. Ich mache jetzt Vanillekipferl noch und werde mich bemühen, dass das schnell geht. Ich kann auch nicht mehr so lange sitzen, mein Bauch tut schon weh. Hinlegen, aber ich will die Kekse schon heute fertig machen. Die Butterkekse sind da hinten und die sind echt lecker geworden. Die werden wir dann morgen dekorieren oder so. Aber bis zu Weihnachten muss ich natürlich noch mal welche nachbacken, weil es ja viel zu wenige sind. Die verputzen wir wahrscheinlich alle schon die Woche. Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall schnell Vanillekipferl und mal schauen, wie weit ich komme, ob ich die Linseaugen dann auch heute mache. Und ja. Wie man sehen kann, ist aus meinen Vanillekipferl nichts geworden. Die sind immer wieder abgebrochen, deswegen habe ich dann so Würstchen gemacht und jetzt sind sie so richtig platt. Ich glaube, die Butter war leider ein bisschen zu weich, ich weiß es nicht. Schmecken tun sie, deswegen, ja. Das sind die ersten, ja, deswegen. Nächstes Mal werden die besser. Mm. Ich bin jetzt fertig, ich habe keinen Bock mehr auf Kekse. Deswegen gehe ich jetzt mal zum Baba. Schau mal ihre Gesichter. Das ist voll entspannt. Was ist diese Schlafmütze? Oh. Was hast du für ein Problem? Erzähl mir. Was könnte sie für Probleme haben? Außer ja, mir klaut die Knochen. Ja. Ja, Frauenproblem. Wo sind die Kinder? Was habt ihr in unserem Bett gemacht? Ich würde mal sagen, ich schalte mal das Licht ein. Und ich werde mich gemütlich in meinem Bett hauen. Ah! Hey, was ist das hier? Was ist das? Na, hier ist die kalte Palte. Ja! So, meine Lieben, wir sind jetzt im Wohnzimmer und wir werden gemeinsam die Wäsche falten. Wie man da sieht, bei uns ist jetzt ein UNO-Turnier. Und? Wer hat bis jetzt gewonnen? Michelle, Lara, du musst Pokerface machen. Was bringt sie? Das ist UNO. Was? Das ist UNO. Und bei UNO muss man nicht Pokerface machen? Nein. Sondern UNO-Face? Ganz normal gucken, Papa. Bin ich dran? Bist du da?
Dann. Und schau mal, wer da unter dem Tisch ist. Bitte schön, wie schaffe ich bitte stehen, Lara. So. Spielst du auch noch? Sag, ich spielst du auch noch? Mr. Bean! Nicht Mr. Bean! Papa, spielst du nun Schwarze Peter? Ein Schwarze was? Spielst du nun Schwarze Peter? Nur wenn der Party überhaupt nicht spielt. Eine Runde kann man schon machen. Wow, danach. Das ist besser, oder? Danach. Der Patrick freut sich sowieso, weil er jetzt nicht Wäsche machen muss. Ja, es ist für uns alle besser, wenn man anstatt Wäsche falten Schwarze Peter spielt, ne? Komm, Patrick. Ich will mal sagen, wir spielen 1, 2, 3 Runde, 4, 5, 6 Schwarze Peter und dann haben wir uns alle in der Wäsche. In die Wäsche? Nee, ich spiele da noch in der Woche. Ich weiß, was in dem Korb ist. Und da sind keine Socken mehr. Komm, teilen wir uns die Karten vom. Papa, du ziehst von mir, ich zieh von Patrick, der Patrick zieht von der Lara und die Lara zieht von dir. Okay. Die Lara zieht von mir und du ziehst von mir. Nee, ich zieh von Patrick. Na, du ziehst von mir. Nein, der Patrick zieht von mir und du ziehst von mir. Na, du musst von mir ziehen. Warum? Befasst die Lara den Schwarzen Peter, damit ich weitergeben kann. Nein! Du? Die Lara zieht von dir. Nein, du ziehst von mir. Nein. Ist doch besser. Das ist nicht lustig. Das ist auch nicht lustig. Okay, dann tausche ich den Platz mit Patrick. Das ist von Patrick. Okay, dann ziehst du von mir. Du willst ja nicht von mir Karte ziehen. Okay, dann zieh ich von Papa. So, Turnier beginnt gerade. Schwarze Peter-Turnier. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Der Papa hat ihn. So merkt man, dass der Papa ihn hat. Ich habe den Schwarzen Peter nicht. Du hast ihn, Papa. Hey, das gehört dir bald. Nein. Der Papa hat Schwarzen Peter. Ja, mein Gott, und? Ich habe was gekriegt. Wer das? Nein. Wer kann das? Ich bin mir sehr unsicher mit dieser Karte. Also dieses eins? Nein, das gehört Papa wahrscheinlich. So, Patti, zieh jetzt für mich. Ist Papas? Nein, ich kann mir eine Karte geben. Papa, das ist kritisch. Warum muss ich von Papa? Der Papa will unbedingt, dass ich von ihm ziehe. Das ist richtig nervig. Der Papa will, dass du den Schwarzen Peter hast. Ja. Aber du hast gesehen, dass die Karte ist, die ich von Lara gezogen habe. So? Ja, gib her. Nein, das, Papa, das ich wusste nicht. Ist doch fair, oder? Mit dir Gehirn. Ich wusste nicht. Ist der Affengehirn, hast du das verwendet? Papa, ich wusste nicht. Ja, plötzlich. Sei Zufall. Oh, sei Zufall. Welche Hand wirst du, Patrick? Diese. Papa hat gedacht, ich zieh was von ihr nach. Papa. Die Michelle ist so glücklich, wenn ich verliere. Nimm dein Foto. Warte, 1, 2. Was macht sie? 6. Nimm ich den Kopf. Was passt bei Michelle nicht? Ich hab sie nicht, Michelle. Also, ich hab so. Ah. Hat die Michelle den Schwarzen Peter? Ja. Na, 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 na. Der Patrick hat den Schwarzen Peter bekommen. Ich wusste, der Patrick nimmt immer von der Seite, deswegen habe ich gleich den Schatz. Pass auf, der Patrick drückt die Lara die Karte in die Hand jetzt. Nimm das, nimm das. Ja, der Patrick hat den Schwarzen Peter. Ja? Ist der Schwarze Peter untergefallen? Ja, nein. Meine Hals. Nein, der Schwarze Peter! Wer hat den Schwarzen Peter? Patrick noch. Der Patrick hat noch den Schwarzen Peter? Ja. Okay, na dann. Dann habe ich keine Angst. Beim, ja. Dann habe ich keine Angst beim Kartenziehen. Ja, er hat den Schwarzen Peter. Der Patrick noch? Nein, ich. Du bist der Schwarze Peter? Okay, dann lass mir eine Karte ziehen. Nimm diese. Was? Nimm diese. Na, das ist der Schwarze Peter, der will nicht auf. Okay, dann. Nein, deine Karte. Soll ich diese nehmen? Ich werde wieder! Hat jemand sowas? Hat jemand sowas? Oh,
Aber nein, das ist nicht fair! Was? Nein, ich muss noch vermischen! Das ist unfair! Ich hätte eine normale Karte! Sophie, machst du mich gehen? Machst du mich gehen? Bist du nicht? Papa, auch Jimmy. Machst du nicht Schwarze Peter sein? Hast du schon gezogen? Bist du wahnsinnig? Ja, hab ich gesehen. Aber ich bin ein bisschen unbedingt. Aber die Lara hat schon Karte gezogen, oder was? Wer der hat das schwarze Peter hat? Ach so. Hey, was hast du für Karten? Papa. Du warst mit Karten. Ich bin doppelt. Jetzt siehst du von mir. Lara lacht, nimm die Karte nicht. Komm, Lara, gib mir die Karten ziehen. Aber nicht mit Absicht. Aber ich will eine andere Karte, du stellst mir die Karte in die Hand. Lara, das ist nicht fair. Ja, komm. Ich will den blöden Schwarzen Peter. Warum? Ich will keinen Schwarzen Peter haben. Ah. Ja, ich habe ein Foto von dir. Wo? Das ist schön. Bitte schön. Hat jemand ein Milchglas? Nein. Was hast du gesagt? Nix. Sie ist der Schwarze. Sie ist die Schwarze, Michelle. Er ist auf jeden Fall nie in der Mitte, das kann ich schon mal sagen. Papa, ich habe da. Hast du gesagt? Mama. Ja. Oh, du hast sie verarscht. Weil sie das auch dem Papi sagen wollte. Komm, Lara, gib mir die Karte, weil ich krieg die Michelle gleich. Nein! Nu! Ach, dann lass dich mal. Komm, Lara, ich muss von dir ziehen. Dankeschön. Papa, ich wollte eine andere Karte haben, Papa. Ich weiß, aber das hast du schon die richtige genommen. Kann ich die Schaffel haben? Was? Hast du mit Absicht gemacht, oder? Ich wusste, dass der Patrick auf die Kante guckt von dem. So, meine Lieben, nicht wundern, ich habe ein Weihnachtspullover, ja. Ich habe da ein Foto gemacht für Instagram. Ich bin bis vorhin noch am Computer gesessen und habe das Video für euch fertiggestellt. Und bin fertig geworden und jetzt werde ich ins Bett gehen. Deswegen werde ich mich jetzt auch vom Vlog verabschieden. Ich hoffe, das erste Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann morgen wieder. Oh mein Gott, es gibt jeden Tag ein Video. Ich hoffe, ihr schaltet alle ein und feiern quasi die Vorfreude für Weihnachten zusammen. Ja. Na gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich küsse euch und bis dann.